Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Mass Effect Andromeda oder auch Mass Effect 4, wie ich dazu sage. So, hier sind wir wieder. Wir haben wieder einiges hier kennengelernt, was es so gibt. Hier Einsatzteammissionen gibt es und so weiter. Die laufen in einem bestimmten Zeitrahmen ab und so weiter. Man kann es anscheinend auch irgendwie Multiplayer machen, was ich aber jetzt nicht brauche, weil wir hier eigentlich mehr im Solo-Spiel sind. Ne? So. Ich habe hier noch ein Datenpad jetzt hier gesehen am Tisch. Das gucken wir natürlich auch noch an. Apex-Status. Lieutenant, basierend auf Statusbericht 16C sind wir unserem Ziel offenbar keinen Schritt näher. In einem Sektor Fuß zu fassen ohne ordentliche Aufklärung und bessere Informationen über diesen Feind sind unsere Bemühungen wohl sinnlos. Das Risiko und der anhaltende Verlust an Ressourcen und Leben machen eine Rechtfertigung schwer. Bei einer so niedrigen Moral müssen wir die Erwartungen erneut herabsetzen. Kandros. Okay. Was war denn das? Hä? Ach, ich kann hier. Ach so. Ich kann darüber drüber springen, was mir nichts bringt. Aufnahme. Jetzt gucken wir uns mal die Aufnahme an. Die Nexus gegen Kolonist Nilken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Nilken. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Okay... so arg sagt mir das jetzt auch nichts. Naja, okay. Mit einer Zeugin namens Shaw sprechen. Update aus dem Maschinen. Das machen wir jetzt auch mal noch. Wir arbeiten derzeit daran, Zugriff auf weitere Energie von der Hyperion zu erhalten. Komme ich da hin? Solange die Energiekopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle unkritischen Reparaturanfragen zurückgestellt. Scout-Cookies geladen. Was? Wirklich? Die gehören mir. Ah, da oben. Okay, weiter. So, da ist sie ja. Hoppala, vorbeigerannt. Cassidy Shaw. Cassidy Shaw. Ich bin Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Waren Cat da? Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Okay, alles ein bisschen fadenscheinig dann. Hat es Nilken bedauert? Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Naja... Gut, ja, warum war der Chief schockiert? Ja gut, wenn einer erschießt, dann ist man mal schockiert, oder? Aber wenn sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Naja, Turianer sagen eigentlich das, was sie meinen und würden das auch so tun, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Teilen sie die Meinung des Chiefs? Reynolds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot.
Okay. Danke. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Okay, mit Ten sprechen dann. Weil es könnte ja... Ja, es könnte ja, wenn es explodiert ist. Ja, wir müssen die Leiche auf jeden Fall mal observieren hier sozusagen. Obduzieren, meine ich. Okay, also mit Ten sprechen. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gucke mir mal nochmal die Logbücher an. Erster Mörder. Zurück. Nexus. Zusätzliche Aufgaben. Das Sphärenmodul. Planetenscan. Vergleich Fremd. Das haben wir schon. Aufgabe Nexus kennenlernen. Mit Cash und mit Tan sprechen. Gut, okay. Das kommt ja zusammen hier. Das können wir ja mal auswählen. Helios Aufgaben. Das gehört da dazu. Okay. Priorisierte Operationen. Ja gut, es kommt alles zusammen hier. Da müssen wir jetzt eben im Tan reden. Also kommen wir auch hier in der Hauptmission ein bisschen weiter. Was ist denn jetzt hier los? Hä? Jetzt haben wir hier mehrere Sterne hier. Ja gut, ich kann ja hier noch raus. Ja, ja. Ein Behälter. Cashs Büro. Ah, das ist der richtige Ort, wo ich hin will. Behälter. Terranische Nieten. Alles klar, Wert gering. Wir nehmen es natürlich mit. Ah, wir haben 100 Platz hier. So, diese Sicherheitsbehälter kennen wir ja. Datenpad. Ah, guckt man es natürlich auch mal an. Derselbe Scheiß, ein neuer Tag. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Die Nexus ist ein richtiger Zirkus. Ich mag Tens Arbeitsweise nicht. Und sein Abscheu gegenüber Gorganern ist offensichtlich. Ich glaube zwar, dass seine Absichten letztlich gut sind, aber er ist ein Opportunist, der vermutlich Zwietracht schaffen wird. Ich glaube nicht, dass die Nexus ein Erfolg werden kann, wenn er ungehindert agieren darf. Auf Edison wirkt sich das schon aus. Sie fängt an, die Reihen zu schließen. Ich glaube, ich kann mit Kandros darüber sprechen und zumindest versuchen, die Koordination zwischen uns beiden zu verbessern. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich solchen Unsinn hasse. Okay, alles klar. Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Undock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen durchgebrannt sind, aber das macht nichts. Es ist mir egal. Wir wissen, dass das Problem größer ist, als wir dachten, und arbeiten daran, es zu beheben. Das ist alles. Mein Team arbeitet schon daran. Wir haben die Kommandozentrale ganz oben auf unsere Priorität. Da sind sie ja. Ich muss leider unterbrechen. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Gut, dann fange ich gleich mal an. Mit der Genophage am besten, ne? Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von 1000 überlebte. Wir wissen ja, dass es eine Chance auf Heilung gegeben hat, ja, auf jeden Fall. Und die Rolle der Salarianer waren ja da auch nicht unwichtig, ne? Kein Wunder, dass ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her.
In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Ja, stimmt. Gut, dass sie das so sieht. Manche sehen es halt immer anders, ne? Das ist ja so. Und, die Schuldigen waren halt auf jeden Fall dann die Turianer, die es eingesetzt haben, die Waffe. Chance auf Heilung. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Ja, stimmt. Ja, aber nicht, dass ihr dann auch wieder zu viel werdet, ne? Andere Fragen? Gut, dann reden wir einfach mal weiter wegen den Kroganern. Aufenthaltsort der Kroganer. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Nummer 8? Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Okay. Nochmal auf Nummer 8 einzugehen. Warum nennen Sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Naja gut, die Frage ist, er war Nummer 8. Was ist mit den anderen 7 Leuten gewesen? Waren die tot? Dann ging es ja nicht anders dann, ne? Abmachung mit Tan. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten. Aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Okay, dann müssen wir da wieder mal schlichten, ne? Müssen wir wieder mal alle versöhnen und dass wieder alle Friede, Feuer, Eigenkuchen ist, ja? So, warum sind Sie dann noch hier? Wenn Ihr Clan fort ist, warum sind Sie dann noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Mehr nicht. Naja gut, andere Fragen. Probleme der Nexus? Wir machen erstmal Ihre Arbeit. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Na gut, deswegen kann sie ja auch nicht weg, ne? Mitgefangen sozusagen. Die Probleme der Nexus. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Gian Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Okay, das wäre jetzt einfach mal alles so ausgekotzt, wie es eigentlich ist hier. Das ist ziemlich gut hier. Gian Garson. Was ist Gian Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Ja gut, wir werden den auf jeden Fall auch noch befragen. Wir haben ja mit dem noch ein bisschen was zu bereden, von daher. Also mehr über Nexus Probleme. Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen. Noch was? Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen, weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde, auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus.
Ja gut, die Hyperion ist auch beschädigt worden, wo sie hier angekommen ist. Da haben wir ja was gemeinsam und jetzt tun wir halt die Ressourcen zusammenfügen. Dann wird es ja schon besser. Hoppala. Das interessiert mich jetzt hier mal nicht. Das lasse ich jetzt mal. Da hat sich gerade ein Fenster geöffnet. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Sound gehört. So. Das kann jetzt hier mal. Das, ja, so. Okay. Andere Fragen. Ja, bei manchen öffnen sich dann Virenscanner. Das war etwas ganz was anderes. Ja. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, da ist auch noch ein Pop-up. Das interessiert mich auch nicht. So. Das Das war war alles vorerst alles, vorerst was ich alles. wissen wollte. Viel Glück da draußen. So, wir könnten doch weiter mit Cash reden. Bringt es uns was? Pathfinder? Das war Okay. vorerst alles, was ich wissen wollte. Versuchen Ja, man Sie da kann hier nämlich draußen alles nicht mal. zu sterben. Ja, machen wir auf jeden Fall. Man kann ja bei manchen Leuten ja noch Sobald mal ich was einen reden, ne? Augenblick Und, Zeit oh. habe, sehe ich mir das persönlich an. Machen Sie Ja, und bitte gleich einen wird wieder Pathfinder. weiter gequasselt, was für uns ja nicht wichtig ist. Aber es ist schon interessant, wie halt hier geredet wird noch. So, also jetzt haben wir noch mit Tan sprechen und dann haben wir alles. Also, ich sag immer so Tan, also wie diese Transaktionsnummer, ja, nee. Es ist halt mit zwei Das N ist der und es hat Planet, auf damit dem wir nichts zu gelandet tun. sind, Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Wird auch Zeit. Naja, vertrauen Sie mir jetzt etwa? Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Addison hat Ihre Meinung. Ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Ah ja. Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat Okay. uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier, Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Nicht. Naja, er ist auf jeden Fall schon mal umgänglich und die hat sich jetzt hier verpisst. Ja, kann ich nur verstehen. Die war ja schon immer jetzt gegen uns und ja. Gut, ja. Treiben Sie keine Spielchen mit mir. So, wo finde ich mein Schiff, bitte? Ja, ich weiß wirklich nur, was die Symbole alles so bedeuten. Eins heißt was mit Logik und so weiter. Ich mache einfach mal das Sagen hier. Sie mir, wo mein Schiff ist, damit ich von hier weg kann. Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit Okay. haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge. Okay. Ah! Autsch. Stimmt was nicht? Kopfschmerzen. Ryder, kommen Sie zum CERN-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein. Alles gut. Sam möchte was mit uns besprechen. Stufenaufstieg. Okay. Wir sind ja noch nicht fertig. Also ich komme, aber ja. Auf dem Perry mit Sam sprechen, Ziel verfolgen, ja gut, nee. Oh, wir kriegen wieder jede Menge Sachen hier, wo wir dann wieder einen Kodex vorlesen, den Ryder, man können. mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Ja, Danke. danke, danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Ich sage jetzt aber, ich werde sie finden. Was ist mit ihnen passiert? Ja, gut, das weiß er auch nicht. Oder sage ich doch lieber das? Haben Sie irgendeine Ahnung, wo Sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative.
Haben Sie noch weitere Anliegen? Wollen wir doch gleich mal. Hat der da irgendwelche Informationen? Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Ja. Ja, und außerdem, wenn ich eh schon drüben bin, dann kann ich mir da noch weiter umschauen. Von daher, ne? Ich weiß nicht, ob es war. Also, sagen wir mal so, genau, wir gehen mal hier, die Leiche kann viel verraten. Je sicherer wir sind, desto besser. In Ordnung, aber gehen Sie diskret. Ja. Ja, die Leute sollen nicht denken, dass wir... Bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Viel Glück. Gut, okay, da war wieder dieses blöde Dings ja, ja, das hat mich jetzt leider gestört. Kann ich nichts machen, das, da will ich gleich mal gucken, was da schon wieder stört hier. Da irgendwas hat sich ja wieder aufgepoppt. Das habe ich aber jetzt erstmal auf dem Nebenbildschirm verfrachtet. So, ihr seht es ja eh nicht, aber ja. So, was war jetzt los? Tatort, ja, und so weiter, okay. Ja, dann geht es hier noch weiter. Tanzfunktion, verschollene Eichen, Lebensfähigkeit von Planeten. Ja gut, wenn wir es schon von Eichen hatten. Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls Sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Ja, irgendwo müssen die ja stecken. Wir hatten unsere Probleme, die hatten sie wahrscheinlich auch, ne? Weitere Archen. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Ja, wenn sie überhaupt noch ankommen, das ist die Sache, ne? Ja. Gut, dann reden wir gleich mal wieder über die Lebensfähigkeit von den Planeten. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Kett oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Jo. Aufklärungsposten. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Okay. Ich sag jetzt einfach mal okay. Ja, dann machen wir mal die Andromeda-Initiative. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Gut, wir kennen ja eigentlich schon viele Sachen. Aber wir machen einfach mal ursprünglich der Initiative. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Gian Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Ja.
Tja, Motivation für die Reise. Warum sind Ihrer Meinung nach die meisten mitgekommen? Dafür gibt es tausende von Gründen. Einen für jeden Kolonisten hier. Was sucht ein Pilger? Normalerweise das Glück. Das, was ihm bisher verwehrt geblieben ist. Was ihn erfüllt. Wir können zwar niemandem versprechen, dass er es finden wird, aber wir ermöglichen die Suche danach. Ja, also gut, das ist klar. Da gibt's mannigfaltige Erklärung, warum mal jeder da mit will oder so, ne? Ja, viele suchen wahrscheinlich nach einem Neuanfang oder so. Nachdem es halt in der alten Galaxie ein bisschen schlecht herging, ne? Folge auf der Nexus. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Ja, okay. Ja, viele haben eine Abneigung zu denen. Abneigung gegen Kroganern. Warum mögen Sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Hat versucht, sie zu unterstützen, aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Okay, ja. Sorry, da war schon wieder das blöde Dialogfeld. Ich muss jetzt wirklich gleich mal nach dieser Aufnahme gucken, was das ist und da hier mal einen Riegel vorschieben. Das nervt halt mir so ein bisschen, ne? So, was? Gütek? Habt ihr das jetzt auch gesehen? Ja, das ist ein Freund von mir, aber schon ein uralter Freund. Ja, manchmal kommt er halt hier noch hoch, aber naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Probleme auf der Nexus. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Tja, aber andere tragen den Gedanken weiter und das ist ja das Gute eigentlich, ne? Gian Garsons Tod. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Ja gut, vielleicht auch besser so, dass sie das nicht erlebt hatten, dass sie halt einfach gleich waren. Als wie wenn sie aufgewacht wären und dann gestorben wären. Dann wäre das Leiden ja viel größer, ne? Eigentlich wünscht man sich, wenn man mal tot ist oder wenn man mal stirbt, dass man eben nichts davon mitbekommt. Also so sehe ich es halt, ne? Ja, aber das ist jetzt hier Nebensache. Geißelkatastrophe. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Ja gut, wir werden wahrscheinlich noch drüber hören. Sag mal, irgendwie sind da laufend andere Begriffe hier da. So, Sloane Kelly. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Okay, ja, gut. Wo sind die Kroganer? Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen.
Ja, das ist aber wieder, das sind ja die Antipathien des Volkes hier, weil die Salarianer ja schon eben früher gegen die Kurganer waren, sie zwar nicht hier jetzt speziell angegriffen haben, eigentlich ja nur die Waffe entwickelt haben, ne? So, andere Fragen. Jetzt bin ich mal interessiert. Wir haben doch jetzt. Kommt da jetzt noch was? Weil ich meine, wir hätten da irgendeinen Begriff Es klingt, verloren. als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderer, die Geißel. Ja. Selbst die Gründerin der Initiative, Jean Garson, Genau. ist tot. Da haben wir nämlich noch Geheimnis auf Habitat 7. Das hat uns da Sporen dann total unterschlagen Wir hier. sind auf Habitat 7 auf Alien-Technologie gestoßen. Sie schien das Wetter zu beeinflussen. Wissen Ihre Leute etwas darüber? Es gab Berichte. Gescheiterte Spähmissionen meldeten hochentwickelte Strukturen unbekannter Herkunft. Was immer das ist, es entzieht sich jeder Erklärung. Und bei unserer Ressourcenknappheit gab es bisher keine Gelegenheit, es zu studieren. Und was wäre, wenn die Antwort schlecht für die Moral wäre? Was ist, wenn diese Dinger Personen zu Lebensmitteln verarbeiten? Wir wissen nur, dass die Kett an ihnen interessiert sind. Ich würde lieber jede Unruhe vermeiden. Okay, ja gut, dann hätten wir es ja nicht anders wie diese Kollektoren, ne? Hat man noch irgendwo was unterschlagen Was da können Sie mir vielleicht? sonst noch? Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Okay. Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Ja, Regierung dienen. bla 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 bla. So, jetzt wird es gleich wieder blieb machen hier. Ich warte mal ganz kurz, oder? Oder, ich krieg Können Sie jetzt mir noch ein. mehr? War Sollten da Sie noch also was? irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Okay. Es wird noch. Ja. Ob eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung. Ein. Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Gut. Theorie. Sie werden die Sache Gut, testen, dann. Ryder. Ja. Ja, ich hab's doch gewusst. Jetzt kommt nochmal blip, blip, blip. Ja, so. Als Tanzfunktion. Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Stillstand? Warum verzweifeln Sie? Ah, nehmen wir Welches das. Problem haben Sie mit ihnen? Ich bin nicht Gian Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch, überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exilanten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle sieben Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Ja, eben, siehst du? Er konnte ja dann nicht mehr anders. Ertragsmanagement. Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn Ah ich ja. vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Gut, ah, da können wir jetzt nochmal Stillstand nachfragen. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch Aha. argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann Ja, einen wahnsinnig machen. ihr könntet auch würfeln dann sozusagen. Das wäre vielleicht einfacher. So, andere Fragen gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Auf Das Wiedersehen. wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. So, okay, Aufgabe haben wir jetzt. Ja. Wir weisen darauf hin, dass die Andock Ja, kurzfristig leider ist halt Gegenstand in dem des Spiel Abwehrs. vieles Geschwätz und Gerede und ja, da kann ich jetzt leider auch nichts, aber es ist halt so. Irgendwann wird es auch noch mehr Aktion geben. Im Moment müssen wir halt hier erstmal reinkommen in die ganze Sache. Ist hier hinten noch irgendwas Wichtiges? Da haben sie zugestellt, dass man hier nicht weiterkommt. Kann man sich. Nee, da haben sie extra eine Lampe hingestellt, dass man Wir nicht weiter weisen was darauf haben. hin, dass die
Unbenutzte Fähigkeiten, ja gut, okay. Und jetzt sollen wir dann mit Sam sprechen. Warte mal, jetzt gehen wir erstmal her. Wir haben Aufstieg hier. Was nehme ich denn? Das ist die große Frage, ne? Kampf. Universalkanal, Barrikade, Stolperdraht. Ach, hier ist es noch Turbolader. Naja. Gut, 3 Punkte. Überlastung haben wir hier. Technik. Offensivtech, Hilfssysteme, Teamunterstützung, Invasion. Ah, gut, ich weiß halt nicht, was ich da nehmen soll. Also für mich ist es einfach mal so, ja, ich nehme halt mal irgendwas, ne? Hilfssysteme, verbessert danke, Kampfanzugsysteme, Tech-Konstrukte, Tech-Effekte. Naja, gut, das ist jetzt nicht so toll. Kräfteschaden, Aufladethemen. Das ist jetzt halt hier. Flammenwerfer unbekannt. Relikttechnik, um diese Fähigkeit freizuschalten. Ja, das ist jetzt. Wir wissen halt noch nicht, was es ist, und wir wissen nicht, wie viele Punkte wir erobern können, also wie viele Level wir aufsteigen können. Von daher wäre es vielleicht auch mal nicht schlecht, erstmal so ein bisschen Punkte zu sammeln. Biotik. Na gut, Biotiker mache ich sowieso nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so mein Stil. Ich gehe eher mit Waffen irgendwo um. Und wenn, dann müssten wir jetzt eigentlich erstmal gucken, dass wir Kampfwerkzeuge. Kampfkräfte schaden, okay. Kampffitness. Anforderung 9 Fähigkeiten kommt in Kampf investiert. Präzisionsgewehre. Ja gut, da können wir dann hier das mal besser damit umgehen. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen so auf die Präzision gehen. Warte mal, wir müssen... ich muss im Kampf... Im Kampf muss ich selber hier Sachen schon mal reinstecken. Dann nehme ich mal Brezelgewehre. Ja, erlernen. Kosten 2, das nehmen wir auch gleich. Präzision. Ich lese da gar nicht groß nach, da kommt der Kopfschüsse. Da steht auch nicht viel dazu. So. Also, dann sind die Punkte wieder weg. Zurück. Bestätigen. Kann ich jetzt Cora und Liam auch was geben? Die haben 2 Punkte. Nova, was ist Nova? Ja, Bibelibib ist gut. Gleich macht es immer Bibelibib. Was ist Nova? Hoher Schaden um Cora herum, Flächenschaden, okay. Sturmangriff, Asari Elite-Einheit. Eigentlich sollte man erstmal hier rangehen, ne? Dass wir hier wieder die Elite-Dinger hier und so weiter machen. Defensivausbildung, maximale Schildleistung. Da ist schon was drauf, Schildschub. Also viel können wir da jetzt nicht machen. Wir nehmen mal den Fokus hier. So. Wir werden erstmal die Spezialität und so weiter machen. Beendigen, bestätigen. Ja. Und dann ist noch Liam hier. Und bei uns, da tun wir dann mal erstmal gucken, dass wir da weiterkommen. Splittergranate hat er schon. Okay. Chaosangriff, militärische Ausbildung. Dann machen wir erstmal hier weiter. Also wir machen erstmal den ihre Stärke hier weiter, würde ich sagen. Fokus, Stärke und Schaden. Alles klar. Zurück. So. Das wäre das. Gut, Leute. Bestätigen. Dann würde ich jetzt mal langsam sagen, wir sind soweit erstmal wieder durch. Wahrscheinlich kommt jetzt im Anschluss noch eine Codex-Folge, je nachdem, ich guck mal. Ja, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, guckt doch einfach mal wieder beim nächsten Mal rein. Ja, und außerdem hier hinten brauchen wir mal einen Techniker. Ja, Tschüss, sagt euer guter alter Commander.